freue mich sehr, dass das Zero Project in Oberösterreich auch Station macht, präsent ist, weil es mithilft, unberechtigte Ängste zu überwinden und auf einem wichtigen Sektor der Beschäftigung von Menschen mit Beeinträchtigungen mitzuhelfen. Wir haben tolle Best-Practice-Unternehmen hier eingeladen, wie zum Beispiel Kellner & Kunz, Bella Flora, die Firma Trumpf, die mit uns ihre Erfahrungen teilen. Wir haben in Österreich in unserer Produktion eine integrative Lehrausbildung. Dort werden Menschen mit Beeinträchtigungen in unterschiedlichster Form in eine Ausbildung gebracht. Die Chancen sind, dass wir Arbeitskräfte bekommen, die wir so sonst nicht bekommen hätten. Wir wollen Menschen, die sonst keine Möglichkeit haben, in den Arbeitsprozess einzusteigen, wollen wir eine Möglichkeit eröffnen, und das ist es. Das funktioniert auf diese Art und Weise wunderbar. Für uns ist der wirtschaftliche Mehrwert des Unternehmens, dass wir in diesen Bereichen eine Genauigkeit erreichen, dass wir eine Reklamationsquote bei den Kunden haben, die gleich null ist, und auch diese Loyalität und diese Freundlichkeit, die man in diesem Unternehmen spürt, die auch letztendlich die anderen Mitarbeiter anstecken. Menschen mit Behinderung können beitragen und haben einen ganz, ganz wichtigen Platz in unserer Gesellschaft. Welche Mythen gibt es? Das ist zum einen der Kündigungsschutz. Das trifft nur auf wenig schwierige, problematische Fälle zu. Das zweite ist, dass Menschen vom ersten Arbeitsmarkt, falls sie dort scheitern, nicht mehr in den geschützten Bereich zurück können. Das stimmt nicht. Und das dritte ist, dass man Menschen mit Beeinträchtigungen keine Fähigkeiten zuschreibt, die sie sehr wohl haben. Und die Kunst liegt darin, das sozusagen zu übersetzen für den Betrieb, wo sie gut einsetzbar sind. Viele Unternehmen sehen in erster Linie die Behinderung und weniger die Potenziale. Das heißt, die Potenziale müssen nur richtig eingesetzt werden, und dann ist der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin ein wirklicher Schatz im Unternehmen. Die Quintessenz ist, dass es auf keinen Fall um Almosen gehen darf, sondern um Gleichstellung, um gleiche Augenhöhe, um Potenziale nutzen, Chancen zu geben. Finden Sie den Mut, Menschen mit Beeinträchtigungen eine Chance zu geben, und Sie werden erleben, dass es sich für das ganze Team, für Ihre Firma wirklich lohnt. Was ich mir mitnehme von heute ist, dass es eigentlich keine Grenzen gibt, sondern dass sich die Unternehmen und wir somit uns die Grenzen selber setzen. Dass es wirklich diese Chancen gibt, auch in Stufen jemanden zu integrieren, sei es mit dieser teilqualifizierten Lehre oder auch mal zu schnuppern oder Praktikum zu machen. Unsere zentrale Botschaft ist, man soll das einfach mal angehen. Man soll zuerst mal im Unternehmen die einzelnen Abteilungen, die einzelnen Prozesse durchleuchten, wo kann das Ganze Sinn machen, und dann einfach angehen und probieren und vor allen Dingen offen darauf zugehen. Das ist eigentlich unsere Botschaft.